So, wir sind hier am Stand von Frau Müller. Worauf passen wir hier auf? Wir passen auf die 100 EE-Meile auf. Das ist eine Ausstellung von Regionen in Deutschland, die schon sehr weit sind beim Ausbau von erneuerbaren Energien. Und das ist in Nordfriesland jetzt auch der Fall? Das war in Nordfriesland schon vorher der Fall, aber jetzt wird es offiziell der Fall sein, ja. So, zum Offiziellen heißt immer, man steckt jemanden so eine goldene Schulterklappe auf bei der Feuerwehr. Was haben Sie mitgebracht? Wir haben ein neues Aufnahmeverfahren der 100 EE-Region und da schauen wir nicht nur, wie der Anteil von erneuerbaren Energien ist. Da ist Nordfriesland natürlich Spitze in Deutschland. Wir schauen auch auf andere Sachen, zum Beispiel auf der Handlungsebene gibt es ein Konzept oder werden Bürger mit einbezogen. Und jetzt im Zuge dieser Erstellung des Klimaschutzkonzeptes ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es ganz toll ist, was Nordfriesland schon geschafft hat. Und deshalb haben wir eine Urkunde mitgebracht zur offiziellen Auszeichnung als 100 EE-Region. Die darf ich Ihnen übergeben. Die Urkunde wurde von unserem Projektleiter Herrn Moser unterzeichnet und vor allem von Herrn Durchschnitt, Ministerialrat im Umweltministerium. Herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt muss man mal Hände schütteln. Das dürfte mal offiziell werden. Und zeigen Sie mal nach vorne in die Kamera. Wo kommt die jetzt hin, sozusagen in die Wand der 1000 Urkunden des Landkreises? Oder wie sehen Sie es? Also wir kennen ja diesen Werbespruch, hängen Sie es zu den anderen. Das ist natürlich für uns eine Auszeichnung und wir wissen das auch zu würdigen. Und die wird auch einen Platz finden in unserem Klimaschutzkonzept, ob sie mal mir im Büro hängt oder nicht weit davon entfernt, das werden wir noch entscheiden. Aber wir meinen das auch ernst. Und insofern wollen wir auch, was die Gemeinschaft der Energieregionen angeht, da auch einen aktiven Part spielen. Und insofern ist das gut, dass wir jetzt auch offiziell dabei sind. NF heißt also nicht nur Future, sondern Nordisch Flash und wir sind dabei. Der Norden führt. Nicht schlecht, alles klar. Dankeschön und Dankeschön.